Kommissar, Shadow 1-8. Schiff in Sichtweite. Verteidigungssysteme scheinen deaktiviert zu sein. Verstanden. Brich durch die Hülle und melde dich. C-12 nähert sich ISC Cassandra. Noch 50 Meter. Shadow Marshall, vorbereiten für Weltraumspaziergang. Auf mein Kommando. Angriffsgerät in Position. C-12 startbereit. Viel Glück, Marshall. Alter, sieht das hier drin geil aus. Könnt ihr euch mal diese kleinen Partikel, die hier überall rumfliegen. Das Spiel ist auf der PS4. Und sieht so fucking awesome aus. Wow, ist das schnell. Alter. Gönnt euch. Also ohne dieses ganze HUD, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich das jetzt als Wallpaper nehmen. Gibt's da irgendwie eine Möglichkeit? Ich guck mal kurz, Sammelobjekte, nein, hocken, zoomen, Anzeige, Spiel. Bereich neu starten. Vermutlich tot, okay. Nee, gibt nicht so eine, manche Spiele gibt es nicht so eine Fotofunktion bei PS4, was ich geil, sehr, sehr geil finde. 30 FPS Abriegler. Riegelt Einzelspieler muss bei. Na, lassen wir mal so, wie es alles so ist, ne? Gehen wir wieder raus. Ja, sieht aber sehr geil aus. Das sieht echt sehr geil aus mit dem Loch hier. Ja, mit dem Loch. Nice. Nice gesagt, auf jeden Fall komme ich hoch. Okay, so komme ich auch hoch. So komme ich auch wieder runter. Dann komme ich wieder hoch. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Oh Mann, sieht das geil aus. Oh, gehen wir runter. Bomb, kann ich auch gehen? Nee, ne? Nee. Oh, ein Hellgast. Nicht wahr? Oder? Nee, das ist normal, aber ein Forschungsanzug. Ich dachte gerade wegen dem hellen Kopf, weil Hellgast, die sind ja so. Ja, eklig. Von der Fresse her besonders, weil das war irgendwie ein Virus. Oh, ich kenne die Story gar nicht mehr aus dem Hellgast 1. Obwohl, ich habe ja noch eine PlayStation 2 hier liegen. Ich könnte mir den Teil mal besorgen. Ich habe die Erinnerung, dass das so geil war, aber ich weiß jetzt nicht, wie der Teil halt jetzt ist. Achtung. Quarantäneprotokolle initiiert. Warten Sie auf Instruktionen. Shit. Ja, hier sind so ein paar Leute. Ich suche einen anderen Weg. Roger 1-8. Geil. Erinnert mich ein bisschen an Nova 6 aus Black Ops. Biohazard, rein mit uns. Hier ist gerade ein Rohr kaputt gegangen. Ja, das kann ja nur für uns positiv sein, hier reinzugehen. Ist nichts drin, okay. Wir müssen dahin. Oh nein. Notice me, Senpai. Hier komme ich auch nicht durch. Alles klar. Würde mal sagen, gehen wir mal hier noch einen weiter. Ja, ich bin richtig. Ich hab's gerade nicht richtig mitbekommen, weil ich gesprintet bin. Ich glaube, da war irgendwas. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Nee, da komme ich nicht durch. Obwohl, doch. Luftschleuse versiegelt. Druckübertragung eingeleitet. Ausgleich abgeschlossen. Ich komme gerade ein bisschen vor wie in Dead Space, nur halt in der Ego-Perspektive. Bisschen bessere Grafik. Muss ich nach ganz oben? Wow. Mal ganz kurz sehen hier nochmal. Ja, muss ich noch weiter nach oben. Dahin muss ich sogar. Noch höher? Da muss ich hin. Ach so, okay. Na komm. Schleuse versiegelt. Druckübertragung eingeleitet. Ausgleich abgeschlossen. Ich muss sagen, ich rechne gerade mit Hellgas hier hinter dieser Tür. Kein Plan, warum. Munition. Jetzt kommen die Hellgas. Oh! Pisst euch.
Wo ist meine Schrote? Ich habe keine Schrot mehr. Ich habe gerade gesehen, dass rechts nur noch eine Pistole habe. Na geil. Abriegelung eingeleitet. Ah, das wird noch lustig hier drin. Oh. Keep closed. Alles klar. Oh. Muss da sogar durch, glaube ich. Kein Plan, wie ich da durchkommen soll, aber ich muss da irgendwie durch. Da. Achtung, Kontaminierung entdeckt. Abriegelung eingeleitet. Ja, ja, sag's mir nochmal 50 Mal, vielleicht bringt es dann irgendwas. Nehmen wir mal mit. Keine Ahnung, was es braucht. Warum soll ich denn den fallen lassen? Ich weiß nicht mehr, was ich denn überhaupt brauche. Oh, ein paar feuchte Tücher. Ah, alles klar, was hier drin gemacht wurde. Erstmal schön gegönnt. Oh, noch mehr. Erfrischungen erhalten Sie an der mobilen Ausgabe. Alles klar. Was muss ich denn jetzt machen? Okay, hier ist auch nichts. Irgendwo muss ich den wahrscheinlich reinrappen. Ah. Ich würde sagen, ich muss hier durch. Ich finde das hier gerade sehr unübersichtlich, muss ich sagen. Du willst mich doch ficken, Junge. Du willst mich doch wohl ficken. Achtung, Kontaminierung entdeckt. Abriegelung eingeleitet. Wo zur Hölle ist denn das Ding? Hier unten unter oder was? Auch nicht. Kann ich das wieder rausnehmen? Da geht das Ding wieder zu. Ah, ja. Ah. Ah. Wie stecke ich da rein? Den nehme ich hier raus. Mann. Knobelelemente in einem Ego-Shooter. In dem es ums Ballern geht. Naja. Kann man machen. Muss man aber nicht. Muss gar nicht sein, Killsinn überrascht mich bis jetzt. Krieg ich gerade Schaden oder warum vibriert der Controller gerade so? Ne, anscheinend nicht. Kontaminierung entdeckt. Abriegelung eingeleitet. Was soll ich denn jetzt machen? Komm mal darauf! Was zum Teufel? Einfach mal funktioniert. Ich glaube, das war gerade ein Jumpscare, in dem ich vorbeigelaufen bin. Ja, das sah geil aus. Nice. Luftschleuse defekt. Außenhülle beschädigt. Lol. Ey, bin ich gut oder bin ich gut, ey? Einfach mal rüber, zack, Schlüssel gefunden. Und hier wäre ich normalerweise runtergekommen. Okay, ich komme gerade zu gut durch dieses Spiel durch. Ich glaube, ich mache gerade gleich mal mit Absicht ein paar Fehler. Aber das kann doch nicht sein, dass ich hier so einfach mal so easy durchgehe. Luftschleuse defekt. Schlüssel beschädigt. Ich kann es nicht oft genug sein. Die Grafik ist einfach sehr geil. Mega geil. Ich glaube, ich bin da. Ein Hellgas-Dissident, der gerade Asyl in Vector beantragt hat, hat in seinem ersten Interview seine schockierenden Eindrücke vom Leben hinter der Mauer geschildert. Von den vielen genannten Problemen wie Staatsterror, Meinungsunterdrückung ist vielleicht die schlimmste Enthüllung. Luftschleuse defekt. So Außenhülle beschädigt. Dass sich Hellgas nur als Kannibalen ihr Überleben sichern können. Natürlich will man das nicht. Aber wir haben doch keine Wahl. Geht es darum, die eigenen Kinder verhungern zu lassen oder zu versorgen, wähle ich Letzteres. Alles klar, fressen wir mal Menschen. Easy going. Und...
Pulsar 1-8. Kurs auf die Sonne genommen. Achtung. Setze Mission fort. Entdeckt. Verstanden, 1-8. Zerstöre das Schiff. Ja, Sir. Und nun? Komm ich durch? Das wäre natürlich auch zu einfach gewesen. Oh Mann, wie soll man denn hier durchsehen, was man machen muss? Warum ist die Musik auf einmal so dramatisch? Ist Gene aufgetaucht oder was? Ja. Oh, sogar Helgas! Kommt ihr auf einmal her? Dum. Boah, Alter, klingt das Ding geil! Und es sieht auch mega aus! Alter! Ich habe mich gerade in diese Waffe verliebt. Hä? Oh ja, Mann! Ist die Waffe geil! Ja, yeah, Baby! Sound von der Waffe, Achtung, ne? Kontaminierung entdeckt. Abriegelung eingeleitet. Alles klar. Ich weiß nicht, wie oft er das jetzt schon gesagt hat. Ah, sogar richtig. Alter, bin ich gut. Bin ich gut oder was? Luftschleuse versiegelt. Druckübertragung eingeleitet. Ausgleich abgeschlossen. Alles klar. Und jetzt nach unten, nicht wahr? Oh ja, geil, nice. Ich falle. Ein bisschen doll tief. Easy going. Alter, ich drauf vorbei. Ganz genau. Luftschleuse versiegelt. Druckübertragung eingeleitet. Ausgleich abgeschlossen. Boah, ich muss mich ja ganz kurz zusammenreißen, sonst hätte ich gerade voll ins Mikro genießt. Alter, boah, da kribbelt es aber gerade in der Nase. Erstmal meine fette Ladung Koks reingesneeft. Boah. Nachladen. Ah, bringt nichts, Leute. Die habe ich schon umgebracht. Ey, wolltest du mich nicht festsetzen und nicht davonlaufen? Ey. Ach so, du warst schon so gut wie tot, na denn. Ich muss da lang. Und es geht wieder los. Yeah, nice. Wenn ich rausnehme, geht die Tür auf. Oh, das ist neu. Ach, da ist das Ding zum Aussammeln. Also, habe ich schon. Was soll ich denn damit? Wo kann ich das Ding jetzt reinstecken? Luftschleuse defekt. Außenhülle beschädigt. Sehen Sie irgendwas? Angriff! Knack! Was geht? Ach, eine Pumpgun. Oder nicht so eine ähnliche Waffe? Da kann ich schon mal nicht reinstecken. Aber wo muss ich das Ding denn jetzt sonst reinstecken? Da leuchtet was. Vielleicht hier? Oder? Da. Auch nicht? Ich glaube, das Ding war kaputt, was ich gerade rausgezogen habe. Will ich mich verarschen? Ich muss die Dinger hier einfach nur rausziehen, oder was? Was haben wir denn hier? Ach, Mann. Ja, häng mal hier. Kritischer Reaktorausfall. Deaktivierung eingeleitet. Stufe 4 Fehlerdiagnose empfohlen.
Alles klar. Ich glaube, ich brauche die Dinger für hier. Kann das sein? Ja, würde ich mal behaupten. Wohl. Die Dinger kann ich nicht rausziehen. Ich hole mal die anderen Dinger. Ich hole sie einfach mal. Die müssten ja... War ich in den Leiter runtergegangen? Echt? Ach, hätte ja noch was. War ich in den Leiter runtergegangen? Ich höre mich nicht mehr dran. Läuft bei mir. Alzheimer for the win? Ja, anscheinend schon. Ich werde alt. War da gerade noch was auf dem Tisch? Nein. Gut. Konnte es trotzdem mitnehmen. Nice. Reaktor fährt hoch. Zieldrehzahl zu 25% erreicht. Nice. Ja, auch mal wieder hoch. Bam, 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 bam. Vielleicht muss man das sogar so machen. Vielleicht meinst du ja gerade richtig. Nur ich weiß es einfach nicht. Nehmen wir mal mit. So, wieder runter. Hui. Uff. Oh, leck mich am Arsch. Wumm. Kondensatoren offline. Sofortige Wartung erforderlich. Ah, ich sehe sogar noch falsch. Ach so, alles klar. Alles klar. Kondensatoren werden geladen. Zieldrehzahl zu 50% erreicht. Boah, das ist ja easy. Man muss einfach nur so machen, damit die Dinger hier verschwinden. Dann kann man direkt weitergehen. Oh, das ist ja easy. Das ist ja Baby einfach. Zieldrehzahl zu 75% erreicht. Achtung, Kondensatoren laufen an. Alles klar. Kritischer Reaktorausfall. Deaktivierung eingeleitet. Stufe 4 Fehlerdiagnose empfohlen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die Entwickler haben das nur eingebaut, weil es geil aussieht. Kann das sein? Ich glaube, die haben das nur eingebaut, weil das einfach geil aussieht. Ich drehe mich mit. Was jetzt? Ich muss nach oben wieder, okay. Auf, zurück. War hier nicht wohl der Ausgang? Nee. Ah, oh, da warst du. Ah! Oh, ich bin gerade erschrocken. Alter! Ich stand ein bisschen zu nah dran, ich habe einfach mal einen Schlag abgekriegt. Warte mal! Bereit für volle Leistungskraft. Ja? Ja? Dankeschön! Geil! Geht einfach! Ja, warum nicht, ne? Alter! Warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Ich meine, gut. Hätte ich einfach mal drauf stehen bleiben müssen, aber müde drüber. Ach, der hat Pech gehabt. Scheiße, Adrenalin. Oh, man, ich habe Adrenalin benutzt. Ich muss natürlich das Touchpad drüber machen und nicht die Pfeiltaste. Ja, sorry. Verhauen. Achso, wie amüsierend ist die Zeitlupe? Sie wissen, dass Sie sterben? Schnauze. Aufwachen. Los. Vorwärts. Pulsar. Auf nach oben. Das Schiff nimmt Kurs auf die Sonne. Aber ich habe Massa und eine unbekannte Person im Labor gesehen. Ende. Sie will überlaufen. Das darf nicht passieren. Geh runter. Oh, sieht geil aus. Boah! Da immer ein Fucker! Oh,
Hey, wie viele sind denn hier? Muss ganz ehrlich sagen, ich bereue es gerade ein bisschen, dass ich das Spiel schon viel, viel früher gespielt habe. Ja, das ist echt geil. Brachiale Action und dann einfach nur drauf ballern. Ballern, ballern, ballern. Ballern. Einfach nur mega. Das ist die Grafik. Ganz ehrlich, die Grafik ist richtige Grafik. Ja, Mann. Krass, ne? Alter, die Sprüche, was auch nicht, die fallen mir einfach so ins Gesicht. Druckübertragung eingeleitet. Ausgleich abgeschlossen. Alles klar.